Meine lieben Freunde, was ihr jetzt sehen werdet, ist eines der besten Videos, was jemals rausgekommen ist. Ich habe mich gemeinsam mit PokerStars, ganz genau, PokerStars, da wo man spielen kann, PokerStars zusammengetan, um meine Passion im Rahmen der Kampagne am Inn, also ich bin quasi reingegangen in meinen Kopf und habe geschaut, was ist meine Passion. Und da ist es mir aufgefallen, klar Digga, es ist Kochen. Mit Kochen habe ich dann endlich wieder meine Passion gefunden und PokerStars hat mir dabei geholfen. Deshalb, meine Freunde, genieße dieses super geile Video, was hier in einem Kochkurs entstanden ist. Mein Plan ist es, innerhalb von 3 Videos kochen zu lernen. Beim nächsten Mal treffe ich hoffentlich einen Sternekoch, der mir vernünftig kochen beibringt. Und beim dritten Mal muss ich für mein Team kochen. Und wenn es dann schmeckt, dann, meine Freunde, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich meine Passion endlich wiedergefunden. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich entschuldige mich an der Stelle schon mal für diese unnormal unangenehme Anmoderation. Auf Wiedersehen und ciao. Hey, nachts ist gar keine Sonne. Ich wollte erstmal hier die Gegebenheiten abchecken. Wir befinden uns gerade in einem professionellen Kochkurs. Ich habe das ganze Team netterweise eingeladen und wir werden heute vernünftig italienisch kochen lernen. Tobi ist mit dabei, Julia ist mit dabei, mein Bruder ist mit dabei. Auch andere Persönlichkeiten befinden sich mit im Raum und es wird ein wunderschöner Abend werden. Was denn, du bist zu fett? Ich bin nicht zu fett, was soll das? Dem Reh wird gerade noch ein bisschen unterhalb der Gürtellinie rumgefummelt. Alter. Ja, Julius, schneid einfach coole Musik dahinter und. Das ist einfach genauso mit dem Kommentar drin, bitte. Erstmal herzlich willkommen. So, fangen wir erstmal so an. Dann würde ich mit euch 3 Gruppen einteilen. Eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Dessertgruppe. Es gibt gleich Rezepte. Einmal für jeden ein Pack. Wie gesagt, dann wird Vorspeise, Hauptgang, Dessert unterteilt. Heute wird ausschließlich vegetarisch gekocht. Wie heißt denn du? Kim. Was machst du? Wir machen so Charakter. Das ist egal. Ich bin Sebastian. Hi. You gotta say your name. Oh, yeah, Julia. Jodi. Hey, Elif. Ja. Julius. Auf jeden Fall haben wir hier eine richtig nice Zeit, aber das Ganze findet natürlich im Rahmen einer guten Produktplatzierung und Kooperation statt. Ja? In diesem Sinne darf ich euch verkünden, warum wir heute hier sind, denn ich werde jetzt kochen lernen, Leute. Ich werde kochen lernen. Wir fangen an mit so einem ganzen Basic-Kochkurs. Ein kleiner Abend, ja? Ein bisschen Vino wird getrunken und wir lernen hier quasi heute so ein bisschen die Basics. Das nächste Mal treffe ich mich mit einem Sternekoch. Ja? Wir haben da auf der Liste Christian Rach, Tim Melzer. Wahrscheinlich lande ich bei irgendeinem McDonald's, weil keiner mit mir arbeiten möchte, aber ich möchte auf jeden Fall mit einem Sternekoch kochen lernen und danach werde ich für diese ganzen Leute, die jetzt auch heute hier waren, ein richtig geiles Essen zubereiten. Ja? Und das Ganze findet so ein bisschen im Rahmen der PokerStars-Kampagne statt, nämlich am Inn. Das heißt, ich lerne so ein bisschen zu meiner Passion Kochen zurück. Ihr wisst vielleicht, dass ich mal ein paar Kochstreams gemacht habe. Ja, das ist so ein bisschen Hintergrundgeschichte, also quasi im Rahmen der PokerStars-Kampagne All In. Ja, und so sieht es heute quasi aus. Deshalb sind wir hier. Später, wenn wir die Rezepte durchgesprochen haben, teilen wir Gruppen ein, Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Also, this is all for the pesto. Yes, 2 red chilies. Okay, also ich mache auf jeden Fall gerade den Hauptgang. Es gibt Quinoa Pesto als Hauptgang. Bin, muss ich ehrlich sagen, kein. Also ich liebe Pesto. Pesto Genovese, Pesto Verde. Mm. Was macht ihr für, was seid ihr? Wir sind die Nachspeise, wir machen gerade ein. Ihr seid die Nachspeise. Wir sind die Nachspeise. Wir machen die Ingwer-Eiscreme als Nachspeise. Okay, bitte. Was seid ihr für ein Team? Frühstück. Nee, Vorspeise. I get softer, right? If I like. Sebastian. Das hat er mir so gezeigt. Achtung! Bro, ich hasse Quinoa, ja? I'm just walking around, check if they do it right, okay? Just let me. Ich bin hier sowas wie der Chefkoch. Ich bin hier sowas wie der Chefkoch und ich muss erstmal sagen, Kim, da ist noch super viel Grün dran. Elif, was ist das hier oben? Der Nippel, macht immer da weg, komm. Ja. Schneid mal den Nippel da weg. Tada! Guck mal, ich hab die richtig krass geschält. Sieht so eklig aus, wie so ein Mistgeburt. So, hier sieht man nochmal, wie man eine Mango hier schneidet. Ja, man geht quasi hin und schneidet am Kern vorbei. Wie geht was das? Machst du denn da? Elif, guck mal, was ist das für ein Messer? Siehst du, wie groß das ist? Ja, hol dir mal bitte ein großes. Pass auf, du gehst hin, ja? Schneidest am Kern vorbei, ja? Du fühlst ja, wo der Kern ist. Schneidest am Kern vorbei. Du musst mal gucken, wo der Kern ist und schneidest halt wirklich dran vorbei, weißt du? Weil der Kern ist halt so längst. Ich bin hier sowas wie eine Art Teamleiter. Ich bin sowas wie eine Art Teamleiter, sag ich mal. So, we're going to do the quinoa pesto, right? Das ist sau geil. Wir machen quinoa pesto, wir brauchen Koriander. I hate Koriander. Müssen wir Koriander mit reinmachen? Das schmeckt sogar nicht. Schwör? Boah, schwör, Alter. Sag Walla. Kurze Frage ans Team, hello. Kurzer Quickwort, Koriander, ja, nein? Nein. Nee, das schmeckt nach Seife. Ja. One more. Nein, es ist noch nicht leer. Okay, stopp.
riecht echt weird, oder? Sieht auch weird aus. Wir sind jetzt hier an der Tonkabohnenfront. Ich habe gerade die Eier gestellt. Das sind keine Tonkabohnen. Gehen wir weiter. Fragen wir mal nach oben bei dieser jungen Dame. Die wird sicherlich nicht bereit sein. Schönen guten Tag, wie läuft's? Besser als bei dir. Komm, wir gehen mal weiter hin. So passive Aggressivität brauche ich nicht. Hab ich schon so dünne Scheiben gesehen? Was saugefährt. Ich schneide einen Pilz, komm, ich zeig dir, ja, den schau mal Pilz hier. Komm hier, so, pass mal auf hier, Achtung. Ja, pass auf hier. Tobi, immer das finden, was du am schönsten findest. Warum ist mir das Messer eigentlich? Kann ich ja. Hi! Das ist eine Messerspitze. Das sind. Zwei Messerspitzen. Ja, zwei Messerspitzen, sag ich mal. Okay, was machen wir jetzt? Die Polenta rein. Und dann okay. Die Maschine. Ich glaube, du musst da das Teil aufdrehen, oder? Den? Chef, die Maschine dreht durch. Wir haben nicht, also hier ist nicht gekleckert worden, sag ich mal. Wir gehen einfach weiter, komm. Der Nachtischfront. Hier gibt's noch nicht viel zu schauen, weil bei uns alles einfach weiter. Riecht es einfach komisch bei euch. Tonkabohne. Ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun. Mach zu, bei. Nicht, die Sonne nicht, das ist giftig. Du sollst die auskochen. Ist das wirklich giftig? Ja. Willst du mehr Sterne? Hast du da gerade drauf gekaut? Die Minispargel kannst du anbraten. Also oh, darauf habe ich Bock, ja. Guck mal da, der Minispargel ist warm. Guck, ich mach den Minispargel. Wir machen die Spargelspitzen jetzt hier, ja? Pilze werden ein bisschen im Asia-Style angelehnt, hier mit Teriyaki-Soße. Richtig schön. Dazu gibt's Spargelspitzen. Immer so ein bisschen Fusion Kitchen hier, ja? Ich brauch Salz und Pfeffer. Du weißt doch gar nicht. Lass es! Guck, wie ich den Spargel mach, Kim. Das macht man doch so. Dann mach selber. Hallo! Ja, Tobi, das hab ich schon gemacht. Wow, sieht so traurig aus. Machen wir die jetzt da drauf oder daneben? Weil es kommen noch die Pilze und es kommt noch hier das Dressing. Willst du die da oben drauf machen oder daneben? Ich würde die so hinlegen. Guck mal, das ist schon krass, oder? Ich hab die Pilze, Mann! Alter, lass mich so schwer meine Hände brechen! Bitte einfach die Pfanne. Die ist so schwer, die Pfanne, die ist gusseisern. So, das hab ich gemacht. Was ist das? Das ist Salatdressing. Bäh. Das ist ein Dressing? Ja. Kannst du die Herdplatte anmachen? Ob er das kann, weiß ich nicht. So, ich habe jetzt hier gerade die Eier zusammengetan mit der Sahne. Und das gibt eine richtig schöne Creme Brûlée. Oh mein Gott, soll ich das gießen? Ja, ein bisschen. Du kannst auch sonst, du kannst auch immer nee, das nee, passieren. Komm, sag mal Stopp, okay? Du musst Stopp sagen immer. Ja, mach erstmal, wir können ja noch immer nachfüllen, ne? Es gibt Suppe, wir essen falsch rum heute. Es gibt Eiersuppe. Wir fangen mit süßen Sachen an und hören mit Weinbegleitung auf. Little Dream, oder? Wir essen uns erst voll und dann schießen wir uns so richtig. Und dann schießen wir uns in die Hose. Ich habe 3 Tonkabohnen gegessen, ich halluziniere. POV, ich habe ein Date mit dir. Ja, wir beginnen mit der Vorspeise. Ich würde gerne noch ein paar Worte sagen. Ich finde es sehr schön, dass ihr alle hier seid. Und wir essen jetzt unser Essen. Einen Applaus für die Vorspeise. Einen Applaus. Also es gibt Salat mit einem Mango-Limetten-Dressing, Rispentomaten, angedünste Shiitake-Pilze, gebratene Teriyaki-Soße plus gebratene Spargelspitzen. Mashallah, Habibi. Mashallah. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Gang, der war schon ganz gut. You like the first coat, right? Yes, love it. Ja, okay, und Kim. Hier kommt auf jeden Fall auch schon das Servicepersonal, das ist super. Und hier sind's auch. Waren wir gut? Ja, wir waren gut bis jetzt. So, Hauptgang. Wir haben gerollte und gebratene Aubergine. You did Aubergine? Yes. What is it called in English? Eggplant? Eggplant. Rolled eggplant with spinach, polenta und Pesto. Also, Polenta, taste test. Bruder, ich schwöre, so lecker. Alter, das ist ja wohl die geilste Aufgabe im ganzen Abend. Ganz ehrlich, ihr wisst es nicht geil, was ich hier mache? Macht mich sexy auch? Nö. Wir sehen uns gleich beim Essen. Ich würde mich an der Stelle einfach mal gern bedanken bei euch allen, dass ihr hier seid. Es war sehr schön und ich finde es sehr cool, dass wir hier so als Companies und alles und so Menschen zusammengekommen sind. Das ist sehr nice. Es war sehr schön mit euch. Cheers. Oh, warte mal. Achtung. Hör genau hin. Oh, hast du den Crack gehört? Ja, ich würde sagen, ey, Kim, 10 von 10, oder? Also das Essen. 10 von 10. Perfekt. Julia? Was geht? Ja. Ja, ich würde sagen, das war Step 1 von meiner ganzen kulinarischen Reise. Ich werde beim nächsten Mal mit meinem Sternekoch zusammen. Letztes Mal, beim dritten Mal kommt es darauf an, habe ich was gelernt oder nicht. Link zu dem ganzen Gedöns findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das gerne mal aus. Großes Shoutout an Pokerstars und auch hier an die Kochfabrik. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank. Danke auch. Das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Ciao.